Der aktuelle April ist einer von den wärmsten der Messgeschichte. Aktuell haben wir Abweichung von 3 bis 4 Grad über dem langjährigen Durchschnitt, einzelne Tage haben es aber schon auf plus 10 Grad gebracht. Und es war auch trocken, somit hat der auflebende Wind gestern die ganzen Pollen vom Boden aufgehoben und in die Luft geschickt, sodass es die Sichtweite erheblich behindert hat. Zum Glück ist am Abend die Erleichterung gekommen und der Gewitter hat so ziemlich alles aus der Luft gewaschen und jetzt haben wir wieder relativ gute Sichtweite. Damit herzlich willkommen zum Regionalwetter vom Wettering Vorarlberg. Heute war es schon wieder das mit dem Regen, wir erwarten viel Sonnenschein, die restlichen Wolken sollten sich nur auflösen bzw. nur viel stören. Die Temperaturen erreichen wieder überall über 20 Grad und so wie auch morgen am Mittwoch. Es ist nicht viel Änderung, es wird noch spürle wärmer, sodass wir vorbei wieder einen Sommertag genießen können. Aber erst am Abend kommt eine vermehrte Zirrenbewölkung auf und die kündigt dann eine schwache Kaltfront an, mit die in der Nacht auf Donnerstag ein bisschen Niederschlag bringt. Viel wird es nicht bringen, aber sie bringt uns deutlich kühlere Temperaturen von nur um die 15 bis 17 Grad. Am Freitag ist der Spuk aber schon wieder vorbei, die restlichen Wolken vom Donnerstag lösen sich schneller mal auf und dann erwarten wir wieder traumhaftes Wetter mit Temperaturen um 23 Grad. Der Samstag gibt uns nochmal einen kurzen Dämpfer. Es erwarten uns, oder die Quellwolken wachsen im Laufe vom Tag immer größer und somit kannst du noch der ein oder andere Regenschauer bzw. Gewitter geben, aber nicht nur im Bergland, auch im Rheintal. Die Temperaturen blieben noch mit 20 Grad zu warm für die Jahreszeit, aber dennoch angenehm. Der Sonntag, der bringt uns noch eine kurze Föhnströmung. Mit kräftigen Föhn erreichen die Temperaturen wieder 25 bis 27 Grad, dazu viel Sonnenschein. Nur die gelegentliche Föhnbewölkung kann die Sicht mal trüben. Aber schon in der Nacht auf Montag ist das voraussichtliche Ende vor dem warmen Trend. Es kommt eine starke Kaltfront mit viel Regen und vor allem mit einem starken Temperaturrückgang. Wir erwarten am Montag und den darauffolgenden Tagen nur so um die 12 bis 15 Grad und dazu regnet es immer wieder mal, die Sonne sieht man eher weniger. Also der weitere Trend ist eher in die kalte Richtung. Da müssen wir aber noch schauen, wie das ist, weil wenn es in die Spanne von 6 bis 7 Tagen geht, dann tendieren die Modelle dazu, das Extreme zu beenden und zum Temperaturdurchschnitt zurück zum Kopf. Nur die Zeit wird uns zeigen, ob das so ist oder ob so wirklich dauerhaft kühler bleibt. Ja, damit war es es auch schon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao miteinander.